Willkommen zu den heutigen Schmuggler-News. 2 Tage nach Serverstart präsentiere ich euch die Tribes auf dem Server, wie weit der Fortschritt ist. Fangen wir mit dem ersten Tribe an. Hier haben wir die Vikings. Eine große Steinmauer wurde bereits errichtet. Das ist immer das Erste, was ihr macht, euer Gebiet abstecken. Das könnt ihr gut, aber schön sieht solche Mauer natürlich nicht aus auf dem Server. Und sie haben sich in dem kalten Biom niedergelassen. Aber ich sehe, schon eine Metallbase, ein paar Tierchen und natürlich die Geschütze, die automatisierten. So, das waren die Vikings. Wir schalten zum nächsten Tribe über. Vom kalten Biom geht's jetzt ins heiße Biom. Der Tribe ist leider vom Namen etwas sehr seltsam, diese Kästchen. Das muss meine Technik erstmal übersetzen. So, jetzt stimmt's. Ich kann es zwar immer noch nicht lesen, aber auch hier wurde erst einmal das Gebiet mit Foundations abgesteckt. Somit kann kein feindlicher Tribe mehr hier in dieser Nähe bauen. Und ich entdecke einen Giga. Wir haben leider keine Informationen über den Levelstand der Dinos, aber auch hier eine Metallbase und mehrere Automatikgeschütze wurden bereits errichtet. Ich sehe auch eine sehr fortgeschrittene T-Rex-Zucht von beachtlichen großen Tieren und auch hier ist der Anfang eines Turrets-Turms zu sehen. Regie, ihr überblendet mich, das geht so nicht. Mach das mal vor meinem Gesicht weg. Die Leute müssen mich sehen, schon moderiere ich hier nicht weiter. Sofort weg damit. Hier sehen wir den Tribe Ark Polizei. Die haben sich in eine ganz dunkle Ecke reingesteckt. Hierfür müssen wir ein bisschen Kamera-Action organisieren, damit ihr überhaupt was sehen könnt. Aber das tut meine Regie schon umsetzen, dass man auch hier etwas erkennen wird. Oh, hier entdeckt der Spieler gerade unsere Dimorphidon-Kamera-Drohne, aber er lässt sie schön in Ruhe, das finde ich super. Die Dinger sind echt teuer. Leider hat man hier in der Dunkelheit nicht so viel von diesem Tribe gesehen, aber ist ja nicht schlimm, soll ja noch ein bisschen geheim bleiben. Hier sieht man nun bei den Polen, die haben sich im Dschungel niedergelassen. Das wäre ja nichts für mich, ich hasse diese Moskitostiche immer. Es gibt nicht wirklich irgendein Mittel gegen diesen Bestien, die einem den Schlaf rauben können. So, wo fängt dann hier die Base an? Unsere Kameradrohne ist etwas langsam. Ja, aber so ein Dimorphidon mit so einem riesen Kamerading unten am Bauch ist auch nicht leicht zu fliegen. So, auch hier sehen wir den Fortschritt einer Metallbase, aber das hintere Teil wird wohl noch ausgebaut. Auch Anfängerbasen, wobei bei Phoenix Tree ist dies jetzt schon die 2. Aufbauzone. Und unsere Kameradrohne hat ihn sogar live bei seiner Arbeit erwischt. Wie man sehen kann. Oh, das war jetzt ein bisschen privat. Der war ja nackig. Hier haben wir nochmal seinen ersten Wohnsitz, der natürlich viel besser gesichert war als der 2., den er gerade angesetzt hat. Auch hier wieder diese Torwall, was mir ja überhaupt nicht gefällt. So, kommen wir nun zu den Spektralen. Was haben wir denn hier? Wer den Pfennig nicht ehrt, der ist der Will nicht wert. Das ist falsch, Leute. Wer das Implantat nicht ehrt, ist dem Schmuggler nichts wert. Ja, das möchte ich mal gleich richtig verstehen. Hier haben wir eine große Tierfalt. Der Schwerpunkt dieses Tribes ist wohl das Tamen. Die Base sieht nämlich nicht sehr gut gesichert aus. Alles noch aus Stein. Aber das ist eben das Seine. Hier habe ich Black Moon gefunden. An diesem Bauspot. Ist in der Nähe des Eisberges, wo ich immer mal wieder Ferien machen ging, weil es da so schön kühl ist und schön runterrutschen kannst ins Wasser.
auch Anfängerbesen sind natürlich immer mal wieder zu finden, was mich sehr freut, wenn neue Spieler auf meinem schönen Planetchen hier sich niederlassen. Der ist noch mitten im Basebau, wie man sieht. Die ist noch nicht ganz verschlossen. Wünsche mir ihm viel Glück. Daumen drücken. Hier haben wir Assassins of Eternity. Die haben sich diese schöne, majestätische Treppe ausgesucht. Auch wieder im Dschungel. Scheiß Moskitos, ich kann's euch echt sagen. Die stechen dort hier, wo es richtig weh tut. So. Oh weh, die Kameradrohne. Oh weh, das crasht. Boah, da ist er voll durchgebrettert. So, hier haben wir Rex und Quetzel. Eine Holzkonstruktion. Ah, das ist dann wohl ein Steger, der mit dem Quetzel gefangen wurde. So, wo haben wir denn hier die Base hier? Meine Kameradrohne ist mal wieder ein bisschen langsam. Ah, ja. Oh, da haben wir einen Baufehler. Die Forge schaut hier oben raus. Wir kriegen soeben einen Notfall rein. Wir schicken sofort den News-Hubschrauber los. So, meine Freunde, es gab soeben einen Zwischenfall. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich bretter mit meinem Quetzel-Hubschrauber zum Unfallort. So, wir sind am Unfallort angekommen. Mit unserem News-Hubschrauber. Ich such mal, ob ich einen finden werde. Oh, der Schaden ist schon nicht mehr so groß. Wurde schon behoben. Dieses Gebäude, man sieht noch die dunklen Stellen, wurde beschädigt. Wir gehen jetzt mal rein. Sklave mitnehmen. Sehr schön. Sehr schön. Hallo? Hier ist die Schmuggler-News. Ist jemand zu Hause? Ich benutze mal meine Extra-Tricks. Nein, keiner mehr zu Hause. Jetzt wollte ich diesen Tribe interviewen. Weil sie angegriffen wurden, ist keiner mehr da. Da kann man auch nicht interviewen. Schade, aber der Schaden scheint wohl nicht so groß gewesen zu sein. Naja, verziehen wir uns wieder. Leider habe ich hier niemanden angetroffen. Die werden sich wohl eine Strategie auf ihrem Server überlegen. Neue Kommunikation füllen. Neue Pläne schmieden. Und dann wohl einen Gegenschlag ausüben gegen diesen Tribe, der sie angegriffen hat. Ja. Ich hoffe, den Jungs geht es gut. Die lagen da drin jetzt ein bisschen K.O. Ich hoffe, die sind bald wieder fit und geben Gas, um auf diesem Server zu bestehen. Ich ziehe mich jetzt wieder zurück. Mit meinem Quetz-Hubschrauber. Zurück ins Studio zur Wetterfee. Hallöchen, willkommen bei der Wetterfee. Ja, ich habe mich schon mal in Schale geworfen und mein Bikini ausgepackt, denn es wird heiß, heiß, heiß. Wir gehen in die Wüste. Ja, Scorched Earth ist unser nächster Cluster-Server und ich hoffe, ihr seid darauf vorbereitet. Ihr könnt dort die Engrams erlernen. Ressourcen sammeln und Tiere tamen. Wir haben Lymantris, Manticore, Dracheneier. Propellant, Sulfur, Deadwormhorn und Feuerpfeile. Ja, das alles will der Schmuggler von euch haben. Also macht euch bereit und sammelt. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, eure Wetterfee. Das waren die heutigen Schmuggler-News. Ich erwarte euch persönlich im Versteck der Dodo-Mafia.
Bis zur nächsten Schmuggler-News. Oder beim nächsten Schmugglergeschäft. Und wie dieser Impi immer sagt, haut rein, möge die Macht mit euch sein.